zurück zu Thief zur Ex. Shadows of the Middle Age. Glenn, frohe Nacht. Wir wollen zu den Docks. Wir wollen nicht mehr bei diesen Kisten sein, die letzten Mal das Spiel zum Abstürzen gebracht haben. Oh nein, das wollen wir nicht. Noch so ein Spinnenei. Überall. Ist das mein Schiff? That's Neeson, the leader of the smugglers. Das weißt du woher? Du hast ihn doch noch nie gesehen. Ah, ich glaube, der ist tot. Ach, fahr zur Hölle. Fahr einfach zur Hölle. Es kommt irgend so ein Wassermonster und füttert. Ja, genau. Wassermonster, der mich füttert. Nein, der sich an mich füttert. Er isst mich. Kann ich mich am besten an dich anschleichen? Gar nicht schicken. Wobei, wenn das hier sowieso das Schiff ist, dann ist das wahrscheinlich hier das Levelende. Ich könnte Dinge schmeißen. Wieso hab ich die Fackel eigentlich vorhin nicht getroffen? Chicken, schmeiß doch dann einfach Dinge. Hallo, ich bin's, Isaiah. Wie geht's dir? Thou shalt not get away from here. Ich schwimme hier nur die... Ich gehöre nicht zu den Schmuggel. Ich bin eine Meerjungfrau. Ja, genau sehr. Ist eine Meerjungfrau. Und welches davon ist jetzt mein Schiff? Nicht, dass ich auf das Falsche gehe. Dann heißt es... Labende. Ist das doch mein Schiff? Komm, das davon ist doch sicherlich nicht mein Schiff. Mach das Tor nicht auf. Ach du. Also, wenn wir jetzt eine Kanonenkugel hätten. Lass mich raten. Ich komme nur mit Eispfeil rüber. Ja. Ist unter Wasser eigentlich noch irgendwas? Keine Ahnung warum. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass das mein Schiff, weil da ein Steg dran ist. Und hier eine Kanonenkugel an Bord. Ja genau, das ist eine Kanonenkugel. Ich kann auf jeden Fall hier mit der Lunte interagieren.
Ja, genau, wir sprengen das alles in die Luft. Das wäre auf jeden Fall sehr spaßig. Sehr spaßig. Boing. Blaues Edelsteinchen. Three males, four females from Blackbrook. Two female prostitutes kidnapped from Madame Valerie's. Six male children found wandering in the New Market District. Three female children kidnapped from the North Quarter Orphanage. One male vagrant died in transit. One male child sick with fever. Die Leute, die entführt haben und verkaufen. Wollen und tun. Wasserfall. Das riecht doch gerade so nach dem Motto. Ey, Chicken. Nutzen Wasser bzw. Eispfeil. Kann ich den Anker abfeuern? Voll dagegen? Ja, warum auch immer, Chicken. Warum auch immer. Schreit doch sowas von nach einem Levelende, wenn ich da auf mein Schiff raufgehe. Ja. Wunderschön gearbeitet. Mhm. Ist dies Minecraft? Spätestens jetzt ist er tot. Spätestens jetzt. Schaufel. Ja. Ein Wasserfall für das Ding benutzen. Eigentlich hätte ich ja schon Lust, herauszufinden. Was passiert, wenn ich mit der Lunte interagiere? Kein neuer Objective, schade. Wäre lustig gewesen, wenn so ein Objective gekommen wäre. Ja, nächsten ist tot. Ja, genau. Kann ich das nur einmal machen? Vor allem, was soll das denn? Die Kanone hat doch eindeutig nach da gezeigt. Wieso fliegt die Kugel nach da? Nee, 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 nee.
Oh, schade, hier wurde nichts explodiert. Schade. Oh, Chicken traurig. Dann speichern wir mal und gehen wahrscheinlich ins nächste Level. Mein Schiff vielleicht. Ja, echt mal. Das ist mein Schiff, ihr verdammten Biester. Biester, keine Secrets. Ja. Nee, ich dachte, das würde jetzt so ein Secret geben, wenn man alle Spinnen aus den Spinneneier spawnt, dass dann so eine gigantische Spinne. Lassen wir das. Ja, lassen wir das. 405. Ach komm, die 5 Loot. Ist doch jetzt nicht hier lebenswichtig, bedrohlich. Was weiß ich. Doch. Doch, Chicken, doch. Die Frage ist, was wird jetzt passieren? Suchen wir nach Kedar, der anscheinend noch am Leben ist? Aber wo suchen wir nach ihm? In diesem Hammer. The note in the Free Trader's Vault mentioned Gorman Truett, or Norman Druett, as he likes to call himself, frequenting a brothel in the city the second night of every week, carrying his diary. Apparently, it's filthy and cheap enough to ward off any rich nobles or influentials he might accidentally bump into. Even if any of these fat cats did see each other, they would pretend it never happened, at least until one was ready to blackmail the other. Unfortunately for Truett, I'm not one of those fat cats. Truett has really been cracking down on prostitution in the city, or so I've heard in my short time here. This means I should be able to find some means of exposing him and use it as leverage for information. I've got to find that book Neeson mentioned. If it's as detailed as Neeson said it would be, it should have some record of Kedar and what has become of him. I'll have to grab it before I'm noticed and then get out. The book should have some dirt on the good sheriff as well, but I think I've done enough exposing criminals for the time being. I couldn't care less about the morality of this corrupt city's leaders and politicians. I just want to find Kedar. Ja, du willst sicher nicht so zu einer Heldin werden. Aber jetzt sag mir nicht! Wir gehen jetzt in Puff. Of ill repute. Find a way past the tough boys at the door and enter the brother. Also gehen wir doch in Puff. Have a read of the guestbook to help locate Truett. Alternativ kannst du auch Geralt fragen, wo er wohnt. Ja, genau. Jetzt sag mir nicht, dass das nächste Level wird sein, dass wir zu Truetts Haus gehen, da wo wir auch mit Geralt waren in Thief 2. Im geheimen Keller. Mit dem Nicht-Drücken-Knopf. Locate and read Truett's personal diary. Don't disturb Truett. You have enough enemies without incurring the wrath of the sheriff. Take 600 loot. Get back outside to the front of the brothel when you are done. Dum da dum dum. Wer die Damen sind? Locust Hive? Pulled from the bowels of the earth, these pagan bombs will spawn a swarm of deadly insects that will devour any nearby human corpse, no matter the size. Leichenvernichtung! Krass! Warum?
gefallen.